Ja, die Fußball-Bundesliga, die wird bald starten und auch Formel 1 wird gefahren. Aber für zehntausende andere Sportler im Land heißt es noch, bitte warten. Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, all das gilt weiterhin. Das Verbot, viele Sportstätten zu betreiben und kein Schulsport für die Kinder, für die Jugendlichen. Aber macht das alles Sinn? Über all das wollen wir heute diskutieren. Und der Standard gilt ja für viele als die Zeitung, das Medium der Intellektuellen. Ja, das sind wir. Aber wir sind natürlich auch das Sportmedium Österreichs. Und darum freut es uns ganz besonders, diese spannenden Gäste zu begrüßen. Zuerst einmal einen schönen guten Tag zu Herrn Hans Niesel, natürlich bekannt aus Funk und Fernsehen. Aktuell ist er der Präsident von Sport Austria, der Interessensvertretung der österreichischen Sportlerinnen und Sportler, wenn man so will. Herr Niesel, danke, dass Sie dabei sind. Hallo. Ich freue mich auch sehr, Lisa Buchinger zu begrüßen. Sie ist Spitzensportlerin und Karate-Weltmeisterin. Danke, dass Sie da sind. Guten Abend. Und auch ein herzliches Willkommen an Peter Kleinmann, Volleyball-Ex-Profi und Volleyball-Trainer, erfolgreicher Volleyballspieler. Danke, dass Sie da sind. Guten Abend, danke für die Einladung. Und last but not least, Christoph Edelmüller, der designierte Geschäftsführer der Handballliga Austria, der Spusoliga. Danke, dass Sie da sind, Herr Edelmüller. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich wollte kurz beginnen. Vielleicht können Sie ganz kurz, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen, zumindest drei von Ihnen decken ganz unterschiedliche Sportbereiche ab. Und vielleicht am Anfang ganz kurz einen Überblick, Frau Buchinger, was dürfen Sie derzeit eigentlich? Dürfen Sie Karate kämpfen? Wie sieht es in Karate aus? Was machen die Jugendlichen? Dürfen die trainieren? Was ist erlaubt und was ist verboten? Vielleicht könnten Sie uns alle ein bisschen einen Überblick geben. Ja, also es schaut momentan so aus, wir Profisportler, wir dürfen momentan im Olympiazentrum in Salzburg oder auch in die anderen Olympiazentren trainieren, aber nicht natürlich das Karate im Kampfbereich. Das heißt, wir haben ganz normal unseren 2 Meter Abstand. Wir versuchen Grundtechniken zu machen, die was man ganz am Anfang lernt. Das heißt, die Abläufe, die was man einfach für die Grundbasis braucht. Kämpfen natürlich schaut momentan ein bisschen witzig aus, weil wenn der eine Partner 2 Meter voneinander entfernt ist, kann man natürlich nur in die Luft schlagen und imaginär blocken und kontern. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir versuchen unser Bestes. Und im Breitensport schaut es momentan so aus, die dürfen in der Halle momentan überhaupt noch nicht trainieren, sondern wenn dann auch nur im Freien und auch nur unter den Bedingungen eben Schattenboxen zu machen, beziehungsweise Grundtechniken, die man eben alleine machen kann. Das ist dann wahrscheinlich im Judo auch so. Aber ist das dann, wie viel können Sie da noch mitnehmen? Also richtig, richtig Karate ist es dann nicht? Kann man das so sagen? Oder ist das so eine neue Form? Ja, bei uns ist es, glaube ich, noch leichter wie vielleicht im Judo, durch das, dass wir eben das Kata auch noch haben. Das ist die Form ohne Gegner, da wo man eben die Bewegungsabläufe, die schon jahrelang vorgegeben sind, in die Luft macht, kann man alleine machen. Das ist aber natürlich nicht der Bereich, den ich mache, beziehungsweise den wir Profisportler ausüben. Und da ist es natürlich schwierig für uns, dass wir jetzt unser alltägliches Training jetzt so absolvieren wie sonst. Okay. Herr Edelmüller, Handball ist ja auch ein großer Sport. Können Sie uns da ein bisschen erklären, was dürfen die Profis, was dürfen die Amateure, was dürfen die Vereine? Und ich weiß nicht, ob Sie das sind, Herr Niesl, ich glaube, Sie rascheln ein bisschen. Sage ich jetzt ganz streng, aber jetzt ist gut. Herr Edelmüller, bitte. Ja, ich möchte im Konjunktiv beginnen. Das macht man ja generell nicht gern, schon gar nicht als Sportler, aber wir wären jetzt gerade mit der Spusu-Liga in der Finalsituation. Wir hätten tausende Zuschauer in den Hallen, wir hätten tolle Spiele, wir hätten ORF live übertragen auf ORF Sport Plus. Wir hätten den Rückenwind der Europameisterschaft, die wir ja im Jänner in Österreich hatten, mit tollen Spielen und einer tollen Platzierung vom Herren Nationalteam im Rücken einerseits, um Kinder und Jugendliche zu aktivieren und andererseits, um Partner und Sponsoren zu gewinnen. All das fällt jetzt natürlich weg. Status quo ist viel ernüchternder. Wir spielen, oder seit einigen Tagen oder seit knapp über einer Woche darf zumindest wieder im Freien trainiert werden, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregel etc. Seit ein paar Tagen auch wieder mit Ball, zumindest eingeschränkt, aber das ist natürlich alles weit, weit entfernt vom echten Handball. Die Saison in der Spusu-Liga, in der ersten Liga wie auch in der zweiten Liga ist zuerst unterbrochen worden und dann abgebrochen worden. Das heißt, die Saison wird sicher nicht mehr fortgesetzt.
Und Status jetzt ist einfach so, dass eine große Unsicherheit herrscht. Wann kann das Spiel, wann kann der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden? Können wir normal in die neue Saison starten? Das würde bedeuten, Trainingsstart Mitte Juli, im August Trainingsspiele und dann Meisterschaftsstart im September mit Zuschauern ohne Geisterspiele, ja, nein. Und vor allem auch natürlich, wie sieht die finanzielle Situation aus? Für die Vereine ist die durchaus jetzt im Moment noch handelbar, aber wenn es im Herbst nicht wieder losgehen kann, extrem. Da, zur finanziellen Situation, okay, aber das heißt auch im Amateurbereich, das heißt in der Halle auch trainieren, das geht derzeit quasi gar nicht. Also da sind auch die Jugendvereine, die Kindermannschaften, die treffen die sich trotzdem und machen was im Freien oder wissen Sie das oder tun die da gar nichts? Ja, es war jetzt so, dass die letzten Wochen natürlich im Handball wie in vielen anderen Sportarten die Vereine extrem kreativ waren, genauso wie wir uns hier über Zoom treffen, haben sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Jugendtrainern getroffen. Es wurden Workouts etc. über Zoom abgehalten. Ich glaube, da haben auch die Vereine, viele Ehrenamtliche, viele Trainer, egal ob im Handball oder Volleyball oder anderen Bereichen, tolle Arbeit geleistet, um auch die Eltern zu entlasten, um ja, das aufzufangen, was Kindergärten und Schulen derzeit nicht leisten können, auch Betreuung, Bewegung. Ja, und seit einiger Zeit ist zumindest wieder eingeschränkt im Freien eben möglich in Richtung Athletiktraining ein wenig mit dem Ball. Erklär mal ganz kurz, Volleyball, wie sieht es da aus? Wissen Sie das? Naja, schlecht. Ich habe gerade für 5 Minuten meinen Manager vom Volleyballclub am Stetten von der ersten Liga, mit Michael Henschke, gesprochen. Der ist ziemlich frustriert, denn sie wurden aus der Halle rausgeworfen. Das ist natürlich eine Schulturnhalle, sie dürfen nicht hinein. Es sind alle Schulturnhallen geschlossen und nachdem Volleyball eigentlich schon ein Sport in den Schulturnhallen, der dort betrieben wird, ist praktisch Volleyball derzeit nicht existent. Und sie können nur so, wie vorher vom Handball, irgendwelche kreativen Übungen im Freien machen. Aber in Wahrheit haben wir jetzt das Problem, dass es weder einen Vereinssport gibt, dass es keinen Schulsport gibt, dass die Kinder sich überhaupt nicht bewegen können. Und da müssen wir ganz schnell ein paar kreative Lösungen finden, sonst endet es in einem Desaster. Mhm. Herr Niesel, jetzt würde ich gerne Sie haben jetzt das alles gehört, meine Frage wäre, was sagen Sie zu all dem? Und da gibt es ein paar Poster, die das auch ein bisschen verglichen haben. Ja, yes, STEM schreibt, ja, wenn man weiß, dass quasi 80% der Sportförderung in den Fußball gehen, dann braucht man sich nicht weiter wundern, wenn alle anderen Sportarten irgendwie links liegen gelassen werden. Ein anderer User, Max Watt, spricht da von einem Kniefall vor dem Fußball, während alle anderen Mannschaftssportarten komplett ignoriert werden. Jetzt meine Frage an Sie, ist das so? Gibt es da eine Ungleichbehandlung? Und was sagen Sie zu diesen Schilderungen der Kolleginnen und Kollegen? Ja, mir wäre es natürlich lieber, wenn es klare Regelungen geben würde. Es ist ganz einfach wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen müssen, weil man nicht zu wenig auch über das Virus weiß, weil man nicht weiß, wie es da weitergeht, ob es noch Rückschläge gibt. Aber was klar sein müsste, ist, wenn diese Infektionsrate weiterhin zurückgeht, dann braucht der Sport in allen Bereichen, ganz gleich ob Fußball oder andere Mannschaftssportarten oder Kampfsportarten, eine klare Perspektive. Das heißt, man müsste terminlich festlegen, wenn bis Mitte Mai diese Infektionsrate eben entsprechend sich reduziert hat, wenn es keine Hotspots gibt, dann kann man in diesen Bereichen auch in entsprechender Form Sport betreiben und ein schrittweises Hochfahren des Sports auch machen. Für mich ist der Fußball ein Vorreiter, ist ein Profisport, da geht es auch um entsprechendes Geld, da geht es auch darum, diese Gesundheitssysteme und die Gesundheitsvorkehrungen auch zu finanzieren. Und damit zu sagen, ja, das funktioniert. Alles hat jetzt einmal nach Deutschland geschaut letztes Wochenende, als die deutsche Bundesliga begonnen hat. Das ist ohne größere Probleme abgelaufen. Und damit ist es für mich ein Signal für alle Mannschaftssportarten einmal, dass man sagt, das funktioniert im Fußball und das soll in den anderen Mannschafts- und Ballsportarten in genau der gleichen Form funktionieren. Und das nächste sind dann die Kampfsportarten. Natürlich ist es eine Überbrückung. Ich muss ja dazu sagen, dass die Trainer, und das haben wir auch von Handball gehört, kreativ sind und sagen, okay, wir nützen jetzt die Möglichkeit, wir nützen die Jahreszeit, um individuell, und da gibt es sicher viele Möglichkeiten, auch im Freien zu trainieren, aber
die Perspektive fehlt mir zu sagen, wenn diese positive Entwicklung, die wir durchwegs bei diesem Virus haben, weiterhin anhält, dann müsste eben zum Datum X es möglich sein, auch in der Halle zu trainieren. Da müsste es möglich sein, eventuell auch Zuschauer zuzulassen. Ja, ich habe gestern gelesen, dass ja bei Kulturveranstaltungen ja durchaus angedacht ist, dass 1000 Zuschauer möglich sind. Da kommt es auch auf die Größe drauf an. Und diese klare Vorgangsweise, die fehlt mir, nämlich zu sagen, Sicherheitskonzept, wie viele Zuschauer, man kann ja die Zuschauer limitieren, man kann eine durchaus sinnvolle Vorgangsweise machen, mit der einen oder anderen Sportart beginnen und das Ganze eben wieder hochfahren, verantwortungsvoll, kontrolliert und ja, dem Sport eine Perspektive geben. Aber wissen Sie, was mir ein bisschen interessieren würde, ist, woran liegt das, dass es diese Perspektive eigentlich nicht gibt? Das haben auch einige User gefragt, so quasi, ist der Sport wurscht, weil es eh nur um sozusagen, wenn es nicht um Wirtshäuser geht, nicht um Shoppingzentren, dann interessiert das keinen. Also die Frage an Sie alle dann, aber zunächst an Sie, woran liegt das? Es wurde ja auch vorher vom Vertreter des Handballs gesagt, es sind viele Veranstaltungen ausgefallen und das kann man vom Breitensport bis zum Spitzensport und über alle Sportarten drüber geben. Es hätte in den vergangenen Wochen, es hätte aktuell und auch in den nächsten Wochen zahlreiche Veranstaltungen gegeben mit Zusehern, mit entsprechenden Einnahmen, die alle weggebrochen sind. Und deswegen ist ja eine der Forderungen, wir müssen die Vereine entschädigen. Ja, diese Forderung gibt schon sehr, dazu kommen wir gleich. Aber warum sind Shoppings, also warum ist sozusagen fast ganz Österreich eröffnet, aber der Sport nicht? Ich weiß nicht, Frau Buchinger, sehen Sie naja, das? Ja? Man muss ja sagen, dass schon vor einigen Wochen der Spitzensport mit dem Dreh, also ganz so, dass man sagt, der Sport darf überhaupt nichts tun, das stimmt ja so nicht, weil zum Beispiel der Wintersport und die 600, 700 Spitzensportler schon vor Wochen mit dem Training begonnen haben, natürlich unter entsprechenden Auflagen. Ja, dass der Schulsport nicht stattfindet, heute genauso für einen massiven Fehler, weil das ein wesentlicher Beitrag für die Gesundheit wäre. Okay, ja, ich halte es auch für einen Fehler, nicht klar strukturierte Vorgangsweisen zu haben. Es wissen ja manche Vereine nicht einmal am Vortag, wann die Verordnung herauskommt. Die kommt um 22 Uhr raus, gibt am nächsten Tag. Also hier würde ich mir wünschen, eine Planbarkeit, klare Strukturen, klare Vorgaben. Natürlich okay. Frau Buchinger, wie sehen Sie denn das? Jetzt sagen Sie da, na gut, es ist jetzt Covid-Zeit und eine Pandemie und man kann da jetzt auch verzichten. Oder sagen Sie, ist das für Sie schon ein Problem, wo Sie sagen, wir könnten da schon ein bisschen weitergehen? Wie sehen Sie denn das in Ihrem Bereich? Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war das natürlich ungewohnt, aber ich glaube, für mich und für andere Sportler war, glaube ich, die Gesundheit und alles andere momentan wichtiger. Natürlich spielt in so einer Pandemie der Sport und alles andere nicht so eine große Rolle wie die Gesundheit und die Menschen selber. Natürlich jetzt mit den Lockerungen ist es wieder was anderes. Sicher jeder möchte irgendwo in seinem Bereich natürlich mehr Lockerungen haben und eben einen Plan haben, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch momentan das größte Problem, was wir haben. Wir sind zwar beim Heeressport, wir sind auch Profisportler und wir dürfen seit Wochen trainieren, das stimmt, aber natürlich eingeschränkt. Und natürlich darf ich nicht mit meiner Trainingsgruppe, obwohl wir nur 5 Leute sind, in einem geschlossenen Raum Karate, so wie es gewohnt ist, so wie es wir gewohnt sind, praktizieren. Und das verstehe ich natürlich nicht, warum noch ein Shoppingcenter mit 18.000 Menschen öffnen darf, dass die Bundesliga wieder startet und wir Profisportler untereinander nicht Kontakt haben dürfen, obwohl wir in der Kraftkammer auch nebeneinander stehen. Zwar mit Abstand, aber trotzdem. Das ergibt halt für mich weitgehend einfach keinen Sinn. Oder ist die Frage, warum dürfen eben gewisse Sportler das machen, die anderen nicht? Beim Hobbysport ist wieder was anderes. Ich verstehe, dass natürlich jetzt keine 50 Leute in einer Halle stehen dürfen und miteinander kämpfen dürfen. Das ist für mich natürlich klar und das wird auch sicher die nächsten Monate nicht so sein. Aber dass man jetzt eine kleine Gruppe, die was wirklich von dem Sport und so leben, also wir machen das ja wirklich hauptberuflich, das ist unsere Existenz, finde ich halt komisch, dass man da nicht irgendwie eine Lösung findet. Und Herr Edelmüller, wie sehen Sie denn das? Also das ist so sehen Sie da auch mit anderen Veranstaltungen, Shoppingcentern, Gasthäusern,
Oder ist das vernünftig, den Sport da einfach als Freizeitbereich auch als letztes ranzunehmen, der vielleicht auch wirtschaftlich nicht diese Bedeutung hat? Ja, ich denke, wir sind uns alle bewusst, dass wir uns in einer Krise befinden und in einer Gesundheitskrise und es ja nicht wirklich zwei Meinungen gab, am Anfang zu sagen, wir müssen, um diese Krise zu bewältigen, Entbehrungen in Kauf nehmen, bis hin zum Abbruch von Meisterschaftssaisonen, bis hin zu Quarantäne etc., was da alles dazugehört, das ist ja keine Frage. Ja, das Beispiel in Deutschland ist, dass in Deutschland die Fußball-Bundesliga schon wieder gestartet hat und auch die Basketball-Liga schon weiß, wann es weitergeht. Wir haben uns wochenlang gerühmt damit, dass wir die Ersten sind, die alles stufenweise wieder aufsperren. Beim Sport sind wir jetzt offensichtlich nicht die erste Nation, die manche Bereiche wieder aufsperrt. Und das lässt natürlich schon ein bisschen den Rückschluss zu, dass wir uns aus meiner Sicht nicht ganz der Stellenwert des Sports bewusst sind. Ich habe eingangs gesagt, es ist eine Gesundheitskrise. Gerade bei einer Gesundheitskrise ist Sport, was die Prävention betrifft, ein extrem wichtiger Faktor. Es hat einen extrem hohen Stellenwert, was das soziale Zusammenleben betrifft, was die Integration betrifft, auch den Wirtschaftsfaktor. Vielleicht jetzt nicht kleine Sportarten einzeln betrachtet, aber im Gesamten sehr wohl. Und all das kommt für mich in der öffentlichen Diskussion etwas zu kurz. Wir sprechen meist, wenn wir von Sport sprechen, über die Spitze des Eisberges, sprich über, Sie haben es vorher angesprochen, Formel 1, über die Fußball-Bundesliga. Aber wir sprechen nicht über die Schichten darunter, über den Breitensport ganz unten und über diese Mittelschicht, die Frau Buchinger angehört, der der Spusel-Liga angehört und andere Sportarten. Das heißt, ich denke, dass wir hier mehr Bewusstsein schaffen müssen und vielleicht... letzter Satz noch in dem Zusammenhang. Natürlich ist es auch inhaltlich verständlich, dass manche Sportarten wie Tennis, wie Golf etc. früher aufgesperrt haben. Das ist sachlich natürlich total nachvollziehbar. Aber, letzter Satz, wir werden natürlich jetzt nicht so weit kommen, dass jedes Kind zum Golfen anfängt und oder jeder 12-Jährige viermal die Woche Tennis spielt. Also wir werden schon mehr Angebote schaffen müssen. Ich komme zum Herrn Kleimann. Herr Kleimann, wie hat es nicht den Stellenwert der Sport oder was ist da los? Also wir sind schon ein ziemlich kurioses Land, denn der gesellschaftliche Stellenwert des Sports in Österreich, den stelle ich in Frage. Aber wenn man zum Beispiel jetzt schaut, was die Weltgesundheitsorganisation gefordert hat, gemeinsam mit dem Internationalen Olympischen Komitee, die haben am letzten Wochenende alle Regierungen der Welt aufgefordert, mit dem Sport die Pandemie und Corona zu bekämpfen. Denn der Sport ist einer der wichtigsten Punkte, um Corona und die Pandemie zu bekämpfen. Und Österreich streicht den Sport, wird dann die Sportstätten schließen, wird dann den Schulsport verbieten. Wir machen ganz genau das Gegenteil, was die Weltgesundheitsorganisation verlangt und was das Internationale Olympische Komitee ersucht. Und das verstehe ich nicht ganz genau, denn wir könnten mit kreativen Lösungen schon vieles tun. Es gibt ganz sicher Möglichkeiten, mit unsere Kinder und auch unsere Sportler zu bewegen. Also zum Beispiel ein Profisport in Körperkontakt. Das sind ja nicht so viele Athleten. Wenn ich die ordentlich teste und ich weiß, dass die negativ sind, dann können sie die da berühren. Warum soll man das nicht machen können? Ich glaube, die Tests von den Spitzensportlern, die können wir schon finanzieren. Also das müsste schon möglich sein. Dass Fußball natürlich mehr Geld kriegt, wie Volleyball, Basketball oder Handball, das stelle ich schon klar, weil Fußball, es gibt keine Sportart in Österreich, die so viel Athletinnen und Athleten hat wie Fußball, die so viele Kinder zum Sport bringt wie Fußball. Und dadurch ist das natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass Fußball wieder funktioniert, weil die bringen die meisten Menschen und die meisten Kinder wieder zur Bewegung. Aber wir müssen daran arbeiten, dass der gesellschaftliche Stellenwert in Österreich wieder funktioniert und dass unsere Politik die Aufforderung der Weltgesundheitsorganisation und des IOC bitte umsetzt, dass wir den Sport verwenden, um Corona zu bekämpfen. Eine Frage, jetzt ist ja der Sportminister, Herr Kogler, wir hätten ihn auch sehr gern dabei gehabt. Wir haben ihn auch eingeladen. Nach viel hin und her ist er dann im letzten Moment oder ist er dann abgesprungen. Warum ist das? Ist das den Wurscht der Regierung oder kurze Antwort? Oder also ist da fehlt dann persönliche Sensibilität oder ist das viel größer und gesellschaftlich gibt es da vielleicht diese Aufmerksamkeit nicht? Also wir haben eine Analyse, dass nur 30% der Erwachsenen sich regelmäßig bewegen. Wir haben eine Analyse, dass nur zwischen 20 und 30% der Kinder sich regelmäßig bewegen.
Das heißt, 70% der Erwachsenen bewegen sich nicht regelmäßig. Damit bewegen sich ja 70% der Entscheidungsträger nicht regelmäßig. Darum könnt ihr mir vorstellen, dass da halt einmal der Wille, dem Sport wirklich mehr Platz zu geben, nicht so groß ist. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir uns mehr Gehör schaffen. Aber ich glaube, in Wahrheit einen größeren Gefallen hätten wir uns gar nicht machen können, als dass man derzeit den Schulsport verbietet, weil so eine Riesendiskussion, dass der Sport wichtig ist, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Okay, bevor jetzt kommen wir gleich zum Schulsport, noch eine Frage, Frau Buchinger, weil das ein spannender Punkt war mit den Tests. Ist das schon mal angedacht worden bei Ihnen, dass zum Beispiel im Karatebereich oder Profikarate oder Judo, dass alle einfach getestet werden und wenn die negativ sind, dann kann man auch am Körper trainieren quasi? Nein, leider noch nicht. Also ich kenne es nur vom ÖSV, weil ich beim Olympiazentrum dabei bin und natürlich mitgekriegt habe, die was jetzt zum Gletscher gefahren sind, trainieren, die haben sich davor natürlich einer Testung unterziehen müssen. Und Ja, das wäre eigentlich bei uns eigentlich auch ganz ganz möglich. Herr Niesel, können Sie da irgendwas tun? Oder warum hat da noch keiner daran gedacht? Also ich glaube, dass das Testen ganz wichtig ist. Übrigens sind wir die einzige Nation, die im Wintersport bis jetzt auf Schnee trainiert hat und die Trainingslager auch durchgeführt hat. Also da sind wir weltweit die Ersten. Aber das ist ja ein bisschen die Kritik auch an Sie, die Frage, warum macht man das beim Wintersport und zum Beispiel nicht beim Karate? Jetzt weiß ich schon, das eine ist vielleicht, hat einen höheren Stellenwert, aber jetzt... Es hat sich der Sportminister und der Gesundheitsminister festgelegt, dass man sagt, zuerst den Abstand zu halten und die Einzelsportarten zu forcieren, beziehungsweise die Spitzensportler entsprechend zu forcieren und eben diesen Plan so festzulegen. Das ist nicht von uns festgelegt worden, das ist vom Gesundheitsminister festgelegt worden und vom Sportminister, das schrittweise hochfahren, nämlich den Spitzensport, den 600, 700 Spitzensportler, das in entsprechender Form zu ermöglichen, dann den Einzelsportler, dann den Mannschaftssport und so das eben in Etappen hochzufahren. Man könnte sagen, ja, das soll rascher sein, da bin ich der gleichen Meinung. Und ja, das sollte auch in der Schule passieren, das sollte schon im Kindergarten passieren und nicht nur in der Schule. Also Österreich braucht da sicher einen höheren Stellenwert für den Sport. Da bin ich absolut der Meinung, wenn man wochenlang und monatelang verhandeln muss, dass der Sport wieder hochgefahren wird, dass man wochen- und monatelang verhandeln muss, dass die Vereine entschädigt werden, damit sie überleben. Wenn man wochen- und monatelang verhandeln muss, dass man sagt, warum testet man nicht die Sportler, um den Sport rascher hochfahren zu können, damit man mit gutem Gewissen auch sagen kann, ja, man kann auch Kampfsportarten machen, aber da braucht man Tests, da brauche ich die Geld für die Vereine, dass die das finanzieren können. Und genau das ist das Thema bei den Verhandlungen mit den zuständigen Stellen, nämlich die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Sport auch entsprechend hochfahren zu können. Und ich bin da absolut der gleichen Meinung, was in den Schulen passiert. Ja, jetzt kommen wir dazu. Jetzt kommen wir dazu und da möchte ich zwei vielleicht provokante Postings vorlesen. Der eine ist von I. Heinz, heißt er oder sie. Im Grunde genommen ist das ja, weiß niemand, wie die Situation entwickelt und der Sinn der Beschränkungen besteht ja darin, dass wir uns da nicht anstecken. Und die Forderung nach einem rigorosen Aufheben der Maßnahmen, das ist doch rücksichtslos. Es gibt ja auch ein Leben außerhalb der Schule für Kinder und Jugendliche, die können ja also auch woanders Sport machen, sagt er. Und dann ist ein zweiter User oder Userin, Aksama Bull, schreibt auch, man muss ja nicht aus allem ein Drama machen, die Aktivitäten sind ja nicht für alle Zukunft eingestellt, sondern nur für eine kurze Zeit und um ein paar überflüssige Kilos abzubauen, da kann man ja auch quasi Rad fahren. Also machen Sie ja Kleinmann zum Beispiel, Sie waren da sehr kritisch, die Frage ist an alle, macht ihr das sozusagen, machen Sie ein zu großes Drama? Die Kinder könnten halt, haben es halt keinen Schulsport, sollen es halt draußen laufen gehen. Was sagen Sie dazu? Also zum Schulsport möchte ich sagen, dass das ein wichtiges Prinzip ist, die Gesundheitserziehung. Und ein wesentlicher Bereich der Gesundheitserziehung in der Pädagogik ist natürlich die Bewegung und der Sport. Und wenn Kinder jetzt wochenlang und nicht alle können über Video und über andere Kanäle sich daheim entsprechend Sport, wir wissen, dass die Bewegung in Zeit der Corona-Krise noch weniger geworden ist. Wir wissen von der WHO, dass 80% der Schüler und Kinder sich nicht die eine Stunde bewegen und das ist jetzt noch weniger geworden. Und deswegen wird dieses wichtige Prinzip aus meiner Sicht Gesundheitserziehung, das ganz unmittelbar
mit Sport in der Schule verbunden ist, nicht in entsprechender Form durchgeführt. Und gerade diese Jahreszeit eignet sich, dass man mit Kindern sogar den Unterricht teilweise im Freien machen kann und dass man selbstverständlich Sport in allen Bereichen der Schule machen kann. Weil es gibt in Österreich wirklich sehr, sehr viele sehr gute Sportstätten auf Bundesebene, Länderebene und Gemeindeebene. Und dort, wo das vielleicht nicht gibt, und das ist ein kleiner Prozentsatz, das sage ich auch dazu, kann man immer improvisieren, um mit den Kindern Bewegung zu machen. Also das nicht zu tun, halte ich für einen ganz gravierenden und schweren Fehler. Wer also ich halte es eigentlich für unglaublich, dass man die Kinder in die Schule schickt, lesen, schreiben, rechnen, alle Unterrichtsgegenstände mit den Kindern durchgeht und sagt, aber Sport und Bewegung ist gestrichen. Also wenn ich jetzt sage, Lesen, Schreiben, Rechnen und Bewegung braucht man immer, das streichen wir wieder. Und so wie der Hans Liesl gesagt hat, das ist ein Bildungsziel, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und die gehen ganz so einfach her und streichen das Bildungsziel Bewegung und Sport. Ich meine, das ist einfach unfassbar. Und jetzt, wenn man sagt, naja, auf die 2 Wochen kommt es nicht an. Ich meine, die 2 Wochen werden sie aber Mathematik und Geschichte und Geografie auch nicht lernen. Und eins möchte ich schon sagen. Wenn ich mit 70 oder 80 nicht mehr Wurzelrechnen kann, ja, dann wird sich meine Lebensqualität nicht wirklich ändern. Wenn ich mit 70 oder 80 nicht weiß, wann der Cäsar geboren ist und wie lange er gelebt hat, wird sich meine Lebensqualität auch nicht sehr ändern. Aber wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, dann wird sich meine Lebensqualität schon ändern. Das ist für mich eine der wichtigsten Grundprinzipien für die Lebensqualität. Und die streichen wir. Und dann kommt dann noch was dazu. Und das ist eine Geldfrage. Wir mit dem Sport. Ob das jetzt Breitensport ist, ob das Spitzensport ist. Wir erwirtschaften für die Republik Österreich fast 1 Milliarde Euro pro Jahr an Einsparungen, Gesundheitskosten und so weiter. Jeder weiß, dass das Geld, alles in den Sport investierte Geld, sich vervierfacht. Und jetzt möchte ich gern wissen, wo diese Entscheidungsträger sind, die sagen, wir streichen den Sport. Wir brauchen auch das Geld nicht mehr einnehmen, vervierfachen tun wir das auch nicht. Wenn der in einem privaten Wirtschaftsbetrieb ist am selben Tag entlassen, fristlos. Okay, also Frau Buchinger, Hedelmüller, weiß nicht, wer von Ihnen mag. Ich möchte auch einhaken zu dem, was vorher gesagt wurde, wenn der Peter Gleimann auf den Kollegen Cäsar verweist. Ich glaube schon, die alten Römer und die alten Griechen wussten, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also das ist ja nicht ein Entweder-Oder, das ist ja nicht Mathematik oder Turnen, das ist ja nicht Geschichte oder Leichtathletik, sondern das ist ja ein gemeinsames Ausbilden junger Menschen, ja, wie vorher auch richtigerweise gesagt wurde. Und ich denke, gerade in einer Gesundheitskrise, gerade dann, wenn wir von vulnerablen Gruppen sprechen, wenn wir von herz-kreislauf-schwachen Personen sprechen, zu sagen, wir streichen den Sport, das hat schon etwas, bisschen etwas Absurdes. Und ich sage jetzt einmal, Kindern im Bereich 6 bis 14 Jahren zu sagen, geht's doch raus, laufen und Radfahren, das ist schon fast ein bisschen zynisch. Also ich weiß nicht, welcher 9-Jährige auf eine Fahrradtour geht. Ja. Das ist schon, also da muss man sich schon die Frage stellen, wohin soll das führen? Und ich denke, der Präsident Liesl hat das vorher sehr richtig gesagt. Es geht vor allem um die Perspektive. Uns ist allen klar, dass nicht von heute auf morgen, weil die Zahlen 2 Wochen rückläufig sind, die Infektionszahlen, alles wieder aufgesperrt werden kann. Überhaupt nicht. Aber es geht um eine Perspektive, es geht um eine Roadmap, um Hypothesen. Es geht einfach darum, dass man das Gefühl hat, es wird sich um diesen Bereich gekümmert. Und ich möchte noch einen Satz zu dem sagen, weil der Peter Gleimann vorher auch die Fußballer angesprochen hat. Uns geht es, also jetzt vom Handball kann ich das sagen, und ich denke, das trifft auf alle zu, überhaupt nicht gegen die Fußballer oder gegen irgendwen anderen, ganz im Gegenteil. Die Fußballer, wir sehen das extrem positiv, wir sehen sie als Vorreiter. Ich denke, dass die Fußball-Bundesliga ein super Konzept vorgelegt hat, was hoffentlich ein Role Model für andere Mannschaftsballsportarten sein kann. Nur klar ist auch, so wie es jetzt derzeit ist mit Tests, die können sich die Fußballer leisten, die werden sich andere Sportler... Sagen wir das ganz kurz vielleicht für die Zuschauerinnen. Fußball ist vorgeschrieben, noch kurz, dann kommen wir schon zu Frau Buchen, aber da ist eine Art, die Mannschaften müssen ein Sicherheitskonzept vorlegen, wie sie verfahren, falls es einen Verdachtsfall gibt, der Mannschaftsart, es muss einen Plan geben, wer da wie isoliert wird, wie informiert wird und auch Testungen. Aber das kann sich ja vielleicht ein Profifußballclub leisten, vielleicht auch ein Handballprofiklub, aber viel drunter ist das ja, oder ist es realistisch, dass das jeder Verein in Österreich so macht? Ein Satz nur dazu von mir vielleicht noch. Das ist so ähnlich, weil die Gastronomie jetzt aufgesperrt hat.
wenn man sagen würde, ein Haubenlokal kann es sich vielleicht leisten, am Eingang einen Test zu machen, aber das wird sich nicht jedes Wirtshaus leisten können. Und wir werden nicht sagen können, wir sperren alle Sportarten zu, die sich nicht selber Tests leisten können. Wenn wir das machen, dann werden wir einige Sportarten, viele Vereine in Österreich umbringen. Das muss man, glaube ich, ganz klar und so hart sagen. Frau Buchinger, wie ist denn, haben Sie das Gefühl, dass überhaupt Karate jetzt, Sie als Profi, Sie werden ja, gehe ich jetzt mal davon aus, wahrscheinlich dann irgendwann wieder auch voll, sozusagen 100% wie früher, trainieren und wahrscheinlich auch Wettkämpfe bestreiten können. Aber was ist mit Jugend- und Kindervereinen, Judo, Karate? Gibt es da eine Idee? Dürfen die, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Epidemie im September nochmal größer wird, ist ja eher höher als kleiner. Also haben Sie da irgendeine Idee, wie es da weitergeht in Ihrem Bereich, auch großer Bereich? Ich muss sagen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gerade vorher mit unserem Generalsekretär von Karate telefoniert, der mir gesagt hat, dass Ende Mai dann wieder eine Lockerung gemacht wird für Vereine, gerade für Karatevereine, wo man halt mit den Hobbysportlern, mit Breitensportlern indoor trainieren darf, aber eben, wie gesagt, auch nur die Kataformen, die Grundtechniken und 2 Meter Abstand, das heißt also keinen Kontakt zu der Person. Und natürlich ist das in der Hinsicht eine Lockerung für die Sportler, die was das nicht professionell betreiben, aber für uns macht es trotzdem noch immer keinen Unterschied. Jetzt letzter Punkt, bevor wir zum Ende kommen, wirtschaftliche Situation. Da hatte die Regierung einen 700 Millionen Euro schweren Fonds angekündigt, aus dem gemeinnützige Vereine, also auch Sportvereine, sich wenden können. Auch Frage an Sie alle, ist damit jetzt alles auf Schiene? Und ich habe da vor dem Gespräch mit ein paar Fußballverbänden gesprochen, also Amateurclubs, die gesagt haben, es ist ein Wahnsinn. Sie steuern auf den Ruin zu, aber ist jetzt damit alles gelöst oder haben wir noch ein finanzielles Problem auch im Sportbereich? Also ich finde, wir haben ein großes finanzielles Problem und zwar geht es über viele Sportarten und das geht vom Profisport bis hin zum Breitensport. Und das finanzielle Problem ergibt sich daraus, dass eben seit vielen Wochen keine Einnahmen zu erzielen sind, dass der Breitensport das Problem hat, dass verschiedene Veranstaltungen nicht durchgeführt werden dürfen. Viele im Breitensport finanzieren sich durch das eine oder andere Fest. Sie finanzieren sich durch die Kantine, finanzieren sich durch die Zuseher, die dort auch konsumieren. Das fällt alles weg. Der Breitensport, das sind gemeinnützige Sportarten, die keine Rücklagen haben und damit ein Problem haben, die Fixkosten auch zu bezahlen, ob das die Pflege der Sportanlage ist, ob das Fixkosten im Energiebereich oder in anderen Bereichen sind. Die Fixkosten sind gegeben und damit resultiert, dass die in die Privathaftung kommen, die gemeinnützigen Vereine. Das heißt, wenn der nicht mehr bezahlen kann, dann kann er privat einen Kredit für den Verein aufnehmen und haftet privat. Also insofern ist das eine sehr angespannte Situation, die von Woche zu Woche und von Monat zu Monat vor allem auch schlechter wird. Und das Gleiche gilt auch in einem hohen Ausmaß, nicht 1:1, aber in einem hohen Ausmaß natürlich auch für den Profisport. Also insofern ist das angespannt. Die 700 Millionen, muss man auch sagen, das ist einerseits für den Sport, für die Kultur und für die Sozialvereine. Mein Vorschlag war, dass ein eigener Hilfsfonds für den Sport auch gemacht wird. Ich bin dagegen, dass man Sportarten untereinander gegeneinander ausspielt und ich bin auch dagegen, dass man Sport, Kultur und Sozialvereine ausspielt. Und da wäre es viel besser gewesen, dass der Sport einen Hilfsfonds bekommt, dass der Sport diesen Hilfsfonds auch realisiert und umsetzt und die Gelder direkt zu den Vereinen auch bringt. 700 Millionen ist ein hoher Betrag und hier einen entsprechenden Anteil für den Sport zu nehmen über die Bundessport Austria GmbH, die ja viele Millionen Förderungen im Laufe eines Jahres vergibt, sollte das über den Sport abwickeln. Aber jetzt gibt es ja diese, also wissen Sie da schon etwas, wird das ankommen? Passt das jetzt einmal? Jetzt ist anders gemacht worden, in Ordnung. Aber ich habe einige Male dem Sportminister gesagt, dieser große Topf mit 700 Millionen ist schon okay. Nur ist es ganz schwierig, einen großen Topf in entsprechender Form abzuwickeln. Und wenn er
für den Sport, wofür er zuständig ist, einen entsprechenden Betrag bekommt, über seine Bundessport GmbH, das ist ja 100% Tochter des Sportministeriums, das abwickelt, dann wird das in absehbarer Zeit auch erfolgen und dann können die Vereine damit rechnen, dass sie bald das Geld bekommen. Wenn man alles in einen Topf gibt und wieder neue Strukturen aufbauen muss, um das alles abzuwickeln, dann befürchte ich, dass das relativ lang dauert und dass das manche Vereine nicht überleben werden. Mhm. Herr Edelmüller, wie geht es denn den Handballvereinen? Wissen Sie da schon etwas? Haben die haben natürlich auch Verluste. Werden die das jetzt damit gut abdecken können? Natürlich gibt es aktuell Verluste aufgrund der Saison, die nicht stattfinden kann. Die Einnahmen aus den Heimspielen, das ist das eine. Aber natürlich auch, wir wissen natürlich noch nicht endgültig, wie Partner und Sponsoren darauf reagieren. Natürlich, wenn die Geschäftsgrundlage wegfällt für den einen oder anderen Sponsor, weil der Sport nicht mehr als Vermarktungsfläche auch zu sehen ist im Fernsehen und in anderen Medien, ist das natürlich ein Riesenproblem. Es gibt natürlich manche Systematiken, die jetzt auch im Sport gut genutzt werden können, wie die Kurzarbeit. Deshalb werden wir jetzt im Handball, wenn man so will, die Saison bis in den Sommer wahrscheinlich ganz gut überbrücken können. Aber das Problem ist dann die Perspektive. Wie geht es im Herbst weiter? Können wir die neue Saison starten? Was können wir unseren Partnern, unseren Sponsoren versprechen? Werden wieder Zuschauer in die Halle können? Ja, nein. Nur ein ganz konkretes Beispiel. In der Fußball-Bundesliga sind Geisterspiele ein probates Mittel, weil alle Spiele produziert und übertragen werden. Das heißt, die Partner und Sponsoren können transportiert werden. In der österreichischen Handballliga, und das gilt für einige andere Sportarten auch, wird nicht automatisch jedes Spiel produziert. Da geht es um rund 250 Spiele, die stattfinden. Davon werden rund 50 produziert. Die anderen 200 müssen... Was heißt produziert? Kurz, das heißt... Dass eine TV-Produktion stattfindet, sodass die Zuschauer, wenn schon nicht in der Halle, zumindest vom TV dabei sein können und die Partner und Sponsoren sichtbar sind, weil sonst fällt für die natürlich die Geschäftsführung. Okay. Und also das heißt, ein Zuschuss zum Beispiel zur TV-Produktion wäre etwas, was uns ganz konkret helfen würde. Oder Fixkostenentlastung, Hallenmieten. Und wissen Sie schon etwas über diesen 700-Millionen-Fonds? Kurze Antwort, ist das etwas Brauchbares? Ja, 700 Millionen ist eine sehr hohe Zahl, wie es der Präsident Nissl vorher gesagt hat. Das ist auf jeden Fall mal grundsätzlich positiv. Wie viel dann in den Sport geht, wie viel dann in den einzelnen Verein geht, ist dann jetzt natürlich extrem schwer abschätzbar. Wir haben es die letzten Wochen und Monate auch in anderen Bereichen erlebt. Es ist dann immer die Frage, was kommt tatsächlich an. Okay, jetzt kommen wir schon zum Ende. Herr Kleimann, vorletzte Frage an Sie. Glauben Sie, wird sich das eigentlich bessern? Haben Sie da, es ist natürlich jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber wird sich das jetzt alles normalisieren und langsam übergleiten oder rechnen Sie damit da im September noch einmal mit einem großen auch Stopp im Sportbereich? Ich glaube, dass der Sport zum ersten Mal, seit ich mit dem beschäftige, auch ein innenpolitisches Thema ist. Das haben wir noch nie geschafft. Wir sind in den Medien auf Chronikseiten, auf innenpolitischen Seiten. Aber ich mache mir schon Sorgen, so wie vorher der Hans Nissl gesagt hat, wir haben 700 Millionen für Sport und Kultur. Und jetzt wird es vielleicht zum Fraß hingeworfen und dann fangen die Kultur und der Sport miteinander zum Streiten an. Und unsere Position im Sport ist ja nicht wirklich so stark, weil so viel ich weiß, haben wir zwar Kulturstaatssekretärin, aber wir haben keinen Sportstaatssekretär. Das zeigt schon einmal wieder den Stellenwert des Sportes in Österreich. Und dann, ich verweise nur auf eine Kleinigkeit. Es hat nicht lang gedauert, weil es war ja am Anfang, wurde ja auch Musik aus dem Stundenplan gestrichen zu Sport und Bewegung. Aber es hat nicht lang gedauert und die Musik war wieder drin mit dem lapidaren Hinweis, na, die singen eh nicht. Na, warum gehen wir nicht Sport und Bewegung wieder hinein? Wir dürfen eh nicht Fußball spielen, nicht? Ich meine, das ist ja eigentlich genau dasselbe. Wir dann, die verzichten auf Singen, wir verzichten auf Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, wir bewegen uns. Aber ich mache mir halt Sorgen, dass unser Stellenwert und dass wir uns da nicht streiten, dass wir da vielleicht ein bisschen untergehen, aber da glaube ich, da hat Nissl hat das so eine starke Stimme, der wird kämpfen wie ein Löwe. Aber dass sie die Situation verbessern wird, davon gehe ich aus. Denn ich glaube, so viel Diskussion und so viel Aufmerksamkeit über unsere Anliegen, was den Sport allgemein betrifft, haben wir eigentlich noch selten gehabt. Okay, letzte Frage, Frau Buchinger. Haben Sie, wie ist Ihr Verdienst entgangen eigentlich? Also wovon leben Sie jetzt oder bekommen Sie eigentlich von woanders Geld in dieser Zeit? Und ich glaube, es sind ja auch die Olympischen Spiele, wo Sie ja, glaube ich, dabei wären, wenn ich das so richtig weiß.
im kommenden Jahr zumindest. Was ist da Ihre Perspektive? Ich bin beim österreichischen Bundesheer, ich bin Heeressportlerin und bei uns hat es natürlich keine Kürzungen gegeben. Also wir waren auch am Anfang von der Krise im Einsatz in Lebensmittellagern, wo wir halt mitgeholfen haben. Und ich bin froh, dass ich wirklich jetzt beim Bundesheer dabei bin und dass ich mein fixes Gehalt sozusagen bekomme. Natürlich habe ich meine Sponsoren auch, da wo die Verträge sowieso das Jahr noch laufen. Für nächstes Jahr weiß ich natürlich leider auch nicht, wie es weitergeht. Das werden wir noch auch sehen. Qualifiziert bin ich noch nicht. Das wäre eben jetzt im Mai gewesen. 8. bis 10. Mai wäre die letzte Qualifikation gewesen in Paris. Und da wäre eigentlich, auf das habe ich eigentlich nie heuer konkret vorbereitet. Und das war eigentlich der Höhepunkt und das Ziel, dass ich da mein Olympiaticket hole. Natürlich ist das Ziel noch immer das gleiche. Ich hätte mich für die Olympischen Spiele nächstes Jahr qualifizieren. Dafür werde ich alles geben, aber bis jetzt steht natürlich auch die Frage, wann geht die Qualifikation weiter. Heuer wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nicht einmal irgendeinen nationalen Wettkampf haben. Die WM steht auch schon zu, sage ich mal, 99% fest, dass sie gecancelt wird. Das heißt, heuer wird es mit den Wettkämpfen eher ja, wenig ausschauen. Und haben Sie eigentlich dafür Verständnis, dass es so eine lange, oder ist das für Sie okay? Was sagen Sie? Schlussfrage? Ich glaube, man muss sich irgendwann einmal damit abfinden. Ich glaube, dass ich verstehe es auf der einen Seite schon, weil gewisse Nationen, da wo die Corona-Krise noch viel, viel schlimmer war wie bei uns, wäre es unfair, eine WM oder internationale Turniere zu veranstalten, wenn gewisse Nationen dann nicht teilnehmen dürfen. Da habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür. Und da müssen wir halt alle durch. Und wenn natürlich von vornherein ausgemacht ist, okay, dieser Wettkampf findet heuer nicht mehr statt oder der wird verschoben, dann ist es umso besser. Wobei man natürlich testen könnte, aber damit schließt sich der Kreis wieder nicht. Man könnte ja die Sportler testen, bevor es losgeht. Könnte man auf jeden Fall, aber ich glaube, dass die Nationen selber einfach den Reiseverkehr nicht mehr öffnen wollen, gewisse Nationen. Ich meine, Russland oder Brasilien, die was wirklich momentan den Höhepunkt eigentlich haben. Es ist ein bisschen schwierig, dass man sagt, okay, die Länder dürfen nachher bei einer WM teilnehmen, genauso wie Amerika oder China. Ich meine, China ist jetzt besser, aber trotzdem, das sind einfach Nationen, die sicher jetzt nachher nicht überall hinreisen dürfen in den nächsten Monaten. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, liebe User und User, ja, es ist nicht nur für die Wirtschaft eine herausfordernde Zeit, sondern auch für den Sport, die Sportvereine. Und da haben wir heute, glaube ich, oder zumindest ich, viel gelernt. Wir haben über den Stellenwert vom Sport diskutiert. Hat er den richtigen? Über das Nein zum Schulsport, was hier problematisiert wurde und über die Probleme diverser, auch sehr beliebter Sportarten in Österreich und auf der Welt. Ja, von unserer Seite vom Standard bleibt nur übrig zu sagen, danke fürs Zuschauen und fürs Interesse. Bleiben Sie sportlich, was auch immer und wo auch immer Sie es machen. Wir wollen im Gespräch bleiben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und danke auch an die Gäste. Dankeschön. We'll be right back.